Wario sieht jetzt so ein bisschen aus wie Mr. T, hä? Leute, ich könnte so kotzen. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe den Stove Canyon schon komplett aufgenommen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich bin dazu übergegangen, mit OBS Studio immer aufzunehmen, so Sachen, die ich nicht über Elgato aufnehme. Und sagen wir es mal so, ist zwar ganz nützlich, so viel über dieses Programm da machen zu können, aber das Ding, es hat mir Müll produziert, den ich nicht mehr retten konnte. Bildstörungen und sonstiges, egal welche Tipps ich aus dem Internet versucht habe. Wir können jetzt nur Folgendes machen. Ich spiele alle Level nochmal, was die Schätze angeht. Da werde ich euch zeigen, wo ich den Schlüssel gefunden habe und wo ich den Schatz dann gefunden habe. Aber ich werde euch natürlich nicht mehr zeigen können, wie ich diesen betreffenden Schatz eingesammelt habe. Und sonst, was den Secret Exit hier anbelangt, ich kann euch zeigen, wo der ist, aber es wäre sinnlos, den Level dann zweimal zu spielen, deswegen, Also, nochmal. Stove Canyon von vorne. Hier im ersten Level war ein Schatz und da unten links der. Spielen wir das Ganze nochmal. Hehe, das hast du davon, wenn du auf das falsche Programm setzt. Ja, Wario, ich weiß. Machst du es jetzt wieder oldschool über Fraps oder was? Ja, ausnahmsweise, bis ich eine bessere Lösung gefunden habe. Diskutiere ich gerade mit einer Spielfigur über meine Aufnahmemethoden? Oh ja, diese Stage habe ich übrigens... Oh nein, ich habe schon den Fehler gemacht, den Stier nicht zu holen. Ich war nicht schnell genug. Ohne den Stier wird das schwer. Oh nein, ich werde gleich schon sterben. Oder? Da unten wäre der Schlüssel übrigens drin. Aber Gott sei Dank komme ich ja hier doch jetzt halbwegs zurecht. Jetzt nicht optimal, weil ich den Stier nicht habe. Es ginge schneller. Aber naja. Oh. Na, den finde ich ja direkt zum richtigen Zeitpunkt. Hm? Schön durchrennen und die Gumbobs platt machen. Ah, den habe ich gerade noch so bekommen. So, hier würde man zum, auch zum Schatz mitkommen. Wenn ihr hier hochklettert, da oben, seht ihr, da hättet ihr den Schatz holen können. Also alles, es wäre jetzt praktisch, als hätte ich ihn geholt. Tun wir jetzt einfach mal so. Den Kollegen, den lassen wir jetzt nochmal. Na? Ha. Komm. Aha. Oh Mann. Ich ärgere mich immer noch so. Dadurch musste ich den letzten. Da musste ich jetzt das erste Mal in einem. Seit ich den Upload-Plan habe. Es wäre übrigens die schwarze Kugel gewesen. Seit ich den Upload-Plan habe, wäre das das erste Mal gewesen, dass ich was ausfallen lassen musste. Sonst habe ich höchstens mal gesagt, hier Leute, es kommt eine Stunde später oder so. Naja, was soll's. Oh ja, wieder so eine Lava-Stage. Hier gibt's aber nichts einzusammeln, also kein Schatz oder sowas. Man könnte hier auf den Drachen wechseln. Aber ich habe gerade Bock auf den Stier. Wow. Einfach durch da. Wow. Respawnende Gegner. Wir lieben sie alle, oder? Irgendwie tut mir der Gumbob da oben jetzt leid. Er kommt da nicht mehr runter. Jetzt wird er ordentlich von Wario vermöbelt. Wario ist auch wütend darüber, dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Genau. Wegen deiner Unfähigkeit. Ich komm gleich da raus und Wario, halt mal die Füße still. Ich könnte dich jetzt ganz einfach ausschalten. Und schon ist er ruhig.
Hier würde ich nur mit dem Drachen rankommen. Sonst müssen wir hier nochmal warten. Ach Gott. Dass ich ernsthaft nochmal zu der klassischen... hier... So wie es damals alle gemacht haben, Fraps und Audacity. Dass ich dazu nochmal zurückkehren muss jetzt, wenn ich hier sowas wie GBA aufnehme. Das ist... Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe DxTory. Nur das Problem ist, ich finde meinen Lizenz-File nicht mehr. Ich habe es ja in der Kaufversion. Und habe auch das Problem, wenn ich hier über deren E-Mail-Adresse mache, dass sie mir einen Lizenz-File nochmal neu schicken, habe ich das Problem, dass sie irgendwie, die sagen zwar, ja, der Lizenz-File wurde gerade abgeschickt oder so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der kam einfach nicht an. DxTory wäre mir jetzt schon lieber. Wisst ihr? Weil man damit auch gleich getrennte Tonspuren für Ingame-Sound und Stimme hat. Dann müsste ich nicht noch extra Audacity laufen lassen, kann die Stimme trotzdem kurz rausfiltern, um das zu bearbeiten, aber naja. Jetzt muss es halt so gehen. Ach ja, die Stage war das. Leute, dieser Part, den ich verwerfen musste, der hat zu vielen lustigen Situationen geführt hier durch diese Flammen. Ich hab's nämlich ständig geschafft, in diese Flammen zu rennen. Ungefähr so. Bin sogar mehrfach in dieser Stage gestorben. Das müsst ihr euch mal geben. Ja. Hä? Ach, das sind... Ich dachte gerade, hä? Worauf stehe ich gerade überhaupt? So, rein da. Hier wird nur der Midway Point sein. Wario sieht jetzt so ein bisschen aus wie Mr. T, hä? Jetzt ist die Frage, wer kopiert... Genau das. Ich stand noch extra kurz ein paar Sekunden da und dachte, na, ist da jetzt so ein Vieh oder nicht? Hab sie da vergessen, obwohl ich das kurz vorher erst gespielt habe. Das ist echt... Oh. Na? Nee, also jetzt tue ich mal so, als ob ich wieder ein bisschen was kann. Die Betonung liegt auf so tun. Da unten ist nur ein Herz, deswegen kümmere ich mich da jetzt nicht groß drum. Wenn die mich nicht irgendwie kriegen, wir hier irgendwo einen Jet. Ah, genau hier. Alter! Leute, das hat mir gerade das Leben gerettet, dass ich getroffen wurde. Ich bin nämlich so niedrig geflogen, wenn mich der Treffer nicht... Ich wollte gerade sagen, wenn mich der Treffer nicht hochgewuchtet hätte, dann... Alter. Es ist nicht wahr. Gott. Und ich dachte noch vorhin, das Gute daran, dass ich das alles jetzt nochmal aufnehmen muss hier. Das Gute daran ist, dass mir jetzt nicht mehr so viel Scheiße passieren kann. Und was passiert? Natürlich passiert mir Scheiße. Muss ja sein. Es würde sonst was fehlen, ne? Grrr, bin ich sauer. So. Ich hoffe, diesmal passiert mir nichts. Jetzt ganz ruhig hier durch. Sehr gut. Überleg mal, da wäre die Tür gewesen, hier rein und man ist quasi schon fast da. Das ist immer noch, boah, ich könnte immer noch kotzen. Aber diesmal wegen meiner Unfähigkeit eben. Für die paar Münzen lohnt es sich nicht zu spielen. So, das wäre die Runde mit dem Secret Exit. Ja, die Stage ist ganz lustig mit den... Mit den Loren. Nee, das sind ja keine richtigen Loren. Dafür fehlt ja... Ach Gott, ihr wisst, was ich meine.
Ja, jetzt lasse ich den da tatsächlich stehen. Bin ich böse? Diese Blöcke werden noch wichtig. Hier ist jetzt nur der Midway Point, wenn ich mich nicht irre. Jetzt habe ich nur gerade nicht genug. Oh, doch. Und da ich meinem Talent gerade nicht traue. So, wir gehen wieder runter. Abfahrt. Aber ich mach's mal auf die schnellere Art. Nein, Stier mag ich gerade nicht sein. So. Warum war da irgendwie eine unsichtbare Wand? Ja, mit dem Jet können wir jetzt hier schön abkürzen. So, seht ihr diesen Block da unten? Damit könnte man sich da hoch katapultieren. Und ja, da oben wäre halt der Secret Exit. Also ihr wisst jetzt, wo er ist. Wäre nur da oben, hättet ihr mit dem Block daneben können. So, wir rennen hier jetzt nochmal an den Bonusspielen vorbei. Weil diesen Part, den möchte ich echt nur schnell rumkriegen. Wobei ich glaube, wenn wir hier den Bonus-Level gemacht haben, hier den versteckten, dann werde ich nochmal spielen. Genau. Das war ein Level, wenn man hier nicht genau weiß, wo man lang muss. Seht ihr, hier wäre der Schatz. Wenn man hier nicht genau weiß, wo man lang muss, dann sucht man hier lange rum. Und ich hatte die ganzen Sachen nicht mehr im Kopf. Daher war das ein großes Problem für mich. Ich glaube, ich bin alleine 10 Minuten nur in dieser Stage gewesen. Ich zeige euch jetzt mal den Weg, wie es eigentlich sein müsste. Wir gehen hier nach rechts. Also einmal hoch, dann nach rechts, die Leiter runter. Aktivieren hier das Ausrufezeichen. Dadurch ist hier unten jetzt Wasser und in einigen anderen Bereichen auch. Hier oben wäre normalerweise der Schlüssel. Also rechts da der Block, der da, wo nichts rauskam, der leere Block. Alter, Wario, willst du mich verarschen? Wieso wollte er da erst nicht raus? So, und jetzt könnte man mit dem Schlüssel hier wieder hoch. Man muss halt nur auf die Gegner achten und bloß nicht klein werden. Ihr wisst ja, wenn man klein wird, kriegt man die Schätze nicht auf. Und jetzt könnten wir ganz einfach hier zurück und da den Schatz holen, ne? Dass ihr den Raum auch nochmal seht. Den anderen habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Ich bin so böse. So. Und jetzt war es hier, ja. Ich glaube, es war hier. Hier wäre schon der Ausgang. Normalerweise. Oh, nee, Alter, oder? Ernsthaft? Ja gut, jetzt geht's. Das wäre ja doch schöner. Also hättet ihr das auch gesehen. Hä? Wieso zum... Ach so. Weil ich keine Münzen habe, konnte er nicht spielen gehen. Ja gut. Dann gehe ich im nächsten Part nochmal im Bonus spielen, ein bisschen was versuchen. Damit ihr das auch nochmal seht. Aber werden wir nochmal hier den Boss-Level machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Boss-Level nie nachgeholt. Ich weiß jetzt also gar nicht, ob man die Bosse nochmal bekämpfen kann. Also, in all den Jahren, wo ich das Spiel kenne, habe ich das nie versucht. Ja, wäre ein Herz, das nehmen wir uns mal. Kommt da auch noch was? Oh Gott. Dachte gerade, jetzt stürze ich ab. Aber die Stage ist recht einfach, würde ich jetzt mal sagen. Nochmal Midway Point zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Ich finde dieses Prinzip, dass man für den Midway Point zahlen muss, übrigens echt lustig. Ich kann man schon mit dem Jet abkürzen. Und das mache ich jetzt auch. Wow. Wäre fast in die Flamme gerannt. Oh ja, komm her. Einmal einen Tritt auf den Kopf, beziehungsweise einmal drauf springen und er ist ruhig. Na, kommt da jetzt noch?
Na, zum Glück kein Feuer. Ha. So, hier wäre der Boss. Ja, toll. Jetzt kann ich euch nicht mal mehr den Boss zeigen. Also ist es wirklich so, dass man den Bosse nicht nochmal spielen kann. Falls es einen Weg geben sollte, dass man den Boss nochmal spielen kann, dann könnt ihr den gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ich verlinke jetzt unter dem Video in den Kommentaren, verlinke ich ein Video mit einem Kampf gegen diesen Boss. Das wäre nämlich ein großer Kopf, der immer mit seiner Zunge die Steine unten kaputt gemacht hätte. Und er hätte auch so Steine, kleine Steine ausgerotzt. Und mit denen hättet ihr ihn abwerfen müssen. Na gut, ihr wisst es jetzt zumindest von mir mündlich. Und, ich werde es jetzt nochmal verlinken unten. Ich hätte natürlich auch einen neuen Spielstand anfangen können, aber ganz ehrlich, da hatte ich keinen Bock drauf. Naja, haut rein, Leute.